Band Schilftiger Dresskollektiv. Sind hier Leute aus Neuss? Wenn ja, make some noise! Ja, guten Tag. Na, wir wollen uns noch mal ein bisschen hervorheben, bevor wir hier anfangen. Wir wurden ja beinahe als Band angesagt, aber wir sind gar keine Band. Wir sind ein Kollektiv und das möchten wir sehr hervorheben. Und wir fangen jetzt auch direkt an mit unserem ersten Song. Er nennt sich Die Reise des gelben Kaninchens durch das elfdimensionale Wurmloch der Telekom Service Hotline Warteschleife. Und wir fangen jetzt direkt mal an. Dankeschön, das war der erste Song. Kann ich den Ton davon weg? Das gehört nicht dazu, egal. So, und wir machen jetzt direkt weiter mit den Zugaben. Das ist die erste von 13 folgenden. Und es nennt sich Alex schmiss die Shisha um. Es geht um einen gewissen Alex und eine gewisse Shisha und dass dieser Alex die Shisha umschmeißt. Und ich würde sagen, wir spielen das Lied einfach mal, oder? Ja, gute Idee. Nee. Alex ist jetzt auf Summer Jam. Die Shisha Alex schmiss die Shisha. Alex schmiss die Shisha Es ist so neblig hier. Wir sehen euch gar nicht. Könnt ihr ein bisschen näher kommen? Ihr seid so weit weg. Ja, bitte einen Tusch für Markus. Und ein dreifaches Markus Alarv. Markus! Ja. Vergeigungssekretär! Puh! Danke. So, genau, und wo wir gerade schon bei Markus waren. Genau, Markus ist so ein Typ, der hat wirklich so einen Hang, dass alles, was er anpackt, zu Scheiße wird. Dass er wirklich alles kaputt kriegt. Der könnte mit einem Zahnstocher die Apokalypse einleiten. Und dementsprechend gibt es den Song mit dem Titel Markus hat's vergeigt. Und so, und weil Markus diesen Song eh vergeigen wird, spielen wir so laut, dass man Markus gar nicht hört. So. Ja, ihr dürft auch alle gerne mitsingen. Wer es kennt. Relativ einfach. Wenn es durch den Regen.
schneiden und dann alle. Markus hat zwar geigt. Damit Markus gut fürs Ego aufgebaut wird. Okay. Markus hat zwar geil. Das müsst ihr mitsingen. Daraufhin er masturbierte, traf noch eine Prostituierte. Er merkte, dass sie zu viel kann. Ganz einfach geigen. Und wir haben auch den jungen, hübschen Herrn hier mit den Rasterlocken. Und er hat viele interessante Hobbys. Und über diese ganzen interessanten Hobbys, die der junge Herr hat, geht auch der nächste Song. Und er nennt sich Farmer Jan. Und das ist hier so eine Country-Nummer. Und die machen wir jetzt. Ja. Ich bin Farmer Jan. Selber an, da kommen immer keine Fliegen dran, damit man als Vegetarier rauchen kann. Ich bin Farmer Jan, ich hab vom Tabak rauchen Plan, deswegen baue ich meinen Tabak selber an, weil ich es kann. Ich bin Raster Jan, ich mach mir gerne Reggae-Mucke dran, doch ich fang nicht das Kiffen an, weil ich da nicht mehr Cabrio fahren kann. Ich bin Raster Jan, ich lass das Kiffen lieber dann, ich schmeiß mein Cabrio dann an, weil ich es kann. Ich bin Fischer Jan, ich habe zwei Aquarien, Mann. Und dann kommt auch noch ein drittes dran, dann brauche ich noch einen Aquariumschwamm. Ich bin Fischer Jan, bin vom Sternzeichen Wassermann. Und ich schau mir gerne Fische an, weil ich es kann. Ich bin Turner Jan, schau doch meine Saltos an. Und dann mache ich da noch viele Schrauben dran, obwohl ich die da nicht mehr landen kann. Ich bin Turner Jan, ich hab am Toastring Neopener-Züge an, damit ich auf dem Rücken landen kann, damit ich es kann. Ich bin Ukulelen-Jan, der Gerät hat vier Seiten an sich dran und darauf spiele ich auch ab und wann, damit man mich auch hören kann. Ich bin Ukulelen-Jan, ich hab beim Spielen Hüte an, damit man mich nicht sehen kann, da bin ich unsichtbar, Jan. Yeah! Toll, der Jan, ne? Ein richtig geiler Hecht. Jetzt wird's rauchig. Echt? Ja. Achso, ja, mein Jens-Lehmann-Zettel. Ah ja, okay, jetzt kommt der erste Blues des Abends, ist es auch nicht der letzte. Für diesen brauchen wir eure Unterstützung. Genau, und ich brauche eine Kippe, kann mir irgendeine Kippe geben? Natürlich. Genau, denn der folgende Song ist der Raucherblues. Ihr müsst euch jetzt auch alle eine Kippe anstecken. Wenn ihr keine habt, kommt vorbei. Genau. Und wenn ihr nicht raucht, ist das auch nicht schlimm. Ihr dürft trotzdem... Das ist die Gelegenheit, damit anzufangen. Genau. Oder ihr dürft Mitleid mit uns haben, also weil wir als Raucher so arm dran sind. Naja, genau. Und der Robin raucht in der Zeit schon mal eine Runde Spiecher. Und Markus und ich, wir spielen den jetzt mal. Das ist jetzt der Raucherblues. Dann leg mal los.
Liter reichte nicht mehr aus. Seitdem huste ich jeden Morgen einen gelben Schleimtropfen aus. Meine Lunge ist schwarz wie die Raben und mein Konto ist leer wie mein Tank. Ich kaufe mir nichts mehr zu essen, denn ich habe kein Geld auf der Bank. Doch ich brauche den Tabak so sehr, Benzol, Nikotin und Teer. Ich hab den Raucherblues. Oh yeah. Der Mann an der Tanke kennt mich, denn durch mich wurde er reich. Er kennt mich schon von Weitem und er weiß, was das heißt. Ich rauche 3 Kippen im Laden, die Packung ist sofort weg. Jetzt fühle ich mich endlich besser, doch die Lunge ist voller Dreck. Doch ich brauche den Tabak so sehr, Benzol, Nikotin und Teer. Ich hab den Raucherblues. Meine Frau, die wird immer hysterisch, sieht sie mich mit ner Kippe im Maul. Doch ohne die werd ich cholerisch und das weiß sie ganz genau. Sie wird dann immer sehr sickig, hält mir vor, was Kippen kosten. Dabei will sie doch immer nur shoppen, Dolces, Gabbanas und Lacosten. Doch ich brauche den Tabak so sehr, Benzol, Nikotin und Teer. Ich hab den Raucherblues. Sie sind froh, denn sie sind mich los. Nur der Mann von der Tanke heult. Ja verdammt, was macht er denn bloß? Jetzt kauft keiner bei ihm mehr Kippen. Er macht die Tanke dicht. Auf der Beerdigung weint niemand. Nur der Tabakmann hält nicht dicht. Doch ich brauche den Tabak so sehr. Benzol, Nikotin und Teer. Ich hab den Raucherblues.